Aus tiefstem Herzen, aus tiefster Seele möchte ich heute etwas Neues wagen. Ich möchte gemeinsam mit dir beten. Vielleicht werde ich im Anschluss noch darüber sprechen oder ein separates Video dazu machen, was Gebet für mich bedeutet. Doch es brennt jetzt wirklich in mir. Und ich lade dich ein, wenn du magst, einfach nur den Worten zu lauschen. Oder vielleicht auch mit mir für diese Dinge zu beten, die jetzt einfach aus meinem Herzen fließen werden, ohne dass ich vorher darüber nachgedacht habe. Ich lasse es einfach fließen. Ich bete darum, Geduld zu haben mit den Menschen in ihrer Angst. Ich bitte selbst darum, meine alten Ängste loslassen zu können, wenn sie sich zeigen. Ich bete und bitte um Gelassenheit, um die Kraft, in meiner inneren Mitte zu bleiben, egal was um mich herum geschieht. Ich bitte um Liebe für alle Menschen, alle Wesen, die Erde, die ganze Welt. Ich bitte darum, dass ich mich jederzeit daran erinnere, dass alles eins ist, dass alle Menschen ein Teil von mir sind und ich ein Teil von ihnen. Ich bete darum, dass ich mich daran erinnere, dass alles gesegnet ist. Und ich bete um einen Segen für diese Welt. Ich bete für Frieden in mir, dass ich diesen Frieden immer spüren kann, wenn ich daran denke. Dass ich diesen Frieden in mir groß und stark machen kann. Dieses Gefühl, das übersprudelt und dann auch in die Welt fließt. Ich bete darum, dass mehr Herz, Vernunft in die Herzen der Menschen einkehrt, dass sie erkennen, dass ihr Verstand sie nur einen kleinen Teil ihres Weges leiten kann. Denn das Herz und auch der Bauch wissen so viel mehr. Ich bete darum, meine eigene Intuition Tag für Tag mehr zu verstärken, damit ich mich mehr hingeben kann ans Leben. Und ich wünsche mir und ich bitte darum, dass so viele Menschen wie möglich ihre eigene Intuition entdecken, ihren eigenen Herzensweg gehen, egal was andere sagen. Ich bitte und bete darum, dass immer mehr bewusste Eltern und Großeltern all die neuen Kinder, die jetzt auf die Erde kommen und die schon da sind, mit Liebe begleiten, statt sie zu erziehen. Dass sie ihnen Liebe schenken, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und Respekt. Dass sie ihnen die Liebe und Geborgenheit schenken, die jedes Kind in unterschiedlicher Art und Weise braucht. Denn dann werden aus diesen bewusst und liebevoll begleitet wordenen Kindern ganz großartige Menschen, bewusste Menschen, die wissen, dass sie geliebt werden, dass sie unterstützt werden, dass sie jederzeit geborgen sind im Schoß der Schöpfung.
Ich bitte und bete darum, dass alle Menschen diesen Planeten, auf dem wir wohnen dürfen, wertschätzen und dankbar für alles sind, was dieser Planet hervorbringt. Nahrung, Luft, Wasser, Kraft, Liebe. Ich bete darum, dass mehr Dankbarkeit in der Welt entsteht. Dankbarkeit für das, was jetzt ist. Dankbarkeit für das, was war. Und dass mit offenen Herzen die Zukunft geformt wird aus einem friedlichen Jetzt. Ich bete und bitte darum, dass mehr Menschen erkennen, dass es viel mehr gibt, als unser menschliches Auge sehen kann. Viel mehr, als die Schulweisheit uns glauben macht. Da ist so viel mehr an Energie, an Licht, an Weisheit und Wahrheit um uns herum. Wir brauchen nur unser Herz dafür zu öffnen, dann können wir es sehen und auch nutzen. Mein Gebet richtet sich an die göttliche Quelle in mir, in dir, in uns allen. Mein Gebet richtet sich an all die helfenden, schützenden und liebenden Energien, die da sind, die in der Luft schweben, die in der Erde leben, in den Pflanzen, in den Kristallen. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr uns beschützt. Und ich bitte und bete darum, dass wir aufmerksamer sein können, dass wir all dies als Wunder wahrnehmen können, was um uns herum ist und geschieht. Dass wir in allem erkennen, dass es einem Plan folgt. Und ich bitte noch einmal um die Geduld und Gelassenheit, diesen Plan zu erkennen. Und selbst wenn ich ihn nicht erkenne, darauf zu vertrauen. Ich bete für die Welt, dafür, dass sich das Urvertrauen in den Menschen endlich wieder zeigt, dass es sichtbar wird und fühlbar wird. Ein Urvertrauen in der Gewissheit, dass alles genau richtig ist, dass alles gut ist. Und wenn wir gemeinsam daran wirken, noch besser werden kann. Ich danke zutiefst dafür, spüren zu können, dass das Gute existiert, dass das Wahre existiert und dass es so viel Schönheit gibt, selbst im Dunkeln, selbst in all dem, was sich für mich erst einmal nicht so gut anfühlt. Ich bin dankbar für die Menschen um mich herum, die auch für mich da sind, die mich unterstützen, so wie ich sie unterstützen kann. Ich bin dankbar für alle Menschen, die vor mir auf der Erde waren und den Weg bereitet haben für den Wandel, für den Aufstieg, die seit Jahrhunderten und Jahrtausenden Liebe und Zuversicht verbreitet haben und damit geholfen haben, dass die Hoffnung in den Menschen niemals stirbt, dass es immer Hoffnung gibt, egal was auf der Erde passiert, egal was wir alle zusammen hier kreieren.
bin dankbar, all dies zu spüren und zu wissen, dass ich mich immer weiterentwickeln kann, dass es immer noch etwas gibt, das mich in meinem Licht und in meiner Liebe unterstützt, dass ich lernen darf, noch mehr ich selbst zu sein und meinen Weg mit noch mehr Kraft gehen kann. Ich danke für dich, liebe Seele, dass du mich begleitest und mit mir gemeinsam schwingst. Ich danke allen, die da sind, und bete für alle und alles, was da ist, in Liebe, mit Frieden, Dankbarkeit und Freude. Möge der Segen mit uns allen sein, der Segen der göttlichen Quelle, die in uns und durch uns alle lebt. Danke. Danke für dich. Wenn du dir ein separates Video zum Thema Gebet wünschst, dann schreib es mir in die Kommentare. Schön, dass es dich gibt. Bis bald. Wir sehen uns. Ciao.